Ein 600.000 Newton schwerer Panzer bewegt sich auf zwei Ketten, die jeweils mit dem Boden auf 4 Meter Länge und 60 cm Breite in Kontakt sind. Welcher ist der auf den Boden ausgeübte Druck? Hier eine modellierte Sicht von oben. Wir wissen, dass die Gewichtskraft von dem Panzer 600.000 Newton beträgt. Diese Länge groß L beträgt 4 Meter. Diese Breite klein b beträgt 60 cm, also 0,6 Meter. Gefragt wird der Druck klein p in Pascal ausgedrückt. Diesen Druck finden wir durch die Formel p gleich f auf a. Zuerst suchen wir den Flächeninhalt a. Das ist 2 mal der Flächeninhalt von diesem Rechteck, also 2 mal groß L mal klein b. Wir ersetzen groß L durch 4 und klein b durch 0,6 und somit finden wir als Flächeninhalt a 4,8 Quadratmeter. Diese Kraft ist selbstverständlich die Gewichtskraft g vom Panzer. Also ersetzen wir hier g durch 600.000 und a durch 4,8 und somit finden wir als Druck 125.000 Pascal. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, der Druck beträgt 125.000 Pascal.